Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute kommt eine leckere Suppe, was ganz einfach zu machen ist. Und zwar brauchen wir dazu ca. 500 Gramm Joghurt, den habe ich selber gemacht. Dann so eine kleine Schale Reis, den habe ich gründlich gewaschen, gebe ich einfach mit rein. Ich guck mal, das wird zu viel, glaube ich. Ja, ich würde sagen so 3 bis 4 Esslöffel. Dann ein Ei einfach mit hineingeben. Das Ganze wird dann richtig miteinander verrührt. Und gebe dann noch einen Esslöffel Mehl noch mit hinein. Und ca. 500 ml kaltes Wasser. Für nachher brauchen wir dann Salz, getrockneten Pfefferminz und einen Esslöffel Butter. Ich habe meinen Topf jetzt auf mein Herd gegeben und werde meine Suppe so lange rühren, bis das anfängt zu kochen. Also nicht aus den Augen verlieren. Immer rühren, bis das anfängt zu kochen. Sobald es anfängt zu kochen, könnt ihr die Stufe runterdrehen und das Ganze dann so circa eine halbe Stunde köcheln lassen, bis denn euer Reis gar geworden ist. Die Suppe ist gekocht, der Reis ist jetzt gar geworden. Ich gebe jetzt einfach mein Butter noch dazu. Ganz zum Schluss, wenn ihr euer Herd ausmacht, dann kommt Salz rein, sonst geringt euch euer Joghurt. Und getrocknetem Pfefferminz. Fertig ist die Suppe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zugucken und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss bis zum nächsten Video.